Ja, wir kommen zurück der Audi Star Talk mit Michael Preetz und Markus Babbel. Wir haben gerade eben schon darüber gesprochen, dieses Guillaume-Barré-Syndrom, was Sie hatten, das Sie an einen Punkt gebracht hat, der ja fast lebensbedrohlich war. Sie saßen im Rollstuhl, waren fast komplett gelähmt. Also erzählen Sie vielleicht mal selber einfach. Ja, es war halt so, dass bis zu den Knien, also ich ein absolutes Taubheitsgefühl in den Beinen hatte. Meine halbe Gesichtshälfte war gelähmt, also ich konnte das eine Auge nicht schließen. Ich hatte immer so ein Kribbeln in den Händen und vor allem, ich konnte halt einfach nicht mehr gehen, weil ich keine Power mehr hatte. Und das war natürlich einschneidend, aber im Nachhinein auch lehrreich einfach. Ich habe unglaublich viel da mitgenommen. Vor allem in der Tätigkeit, was ich jetzt schlussendlich ausübe als Trainer, weil bis dorthin war ich mehr oder weniger immer nur auf der Sonnenseite. Ich war Stammspieler, ich habe Titel gewonnen, war zwar ab und zu mal auf der Bank gesessen, aber war selten schwerer verletzt, immer nur leichtere Verletzungen, wo man auch spätestens 4 Wochen wieder da war. Und das ist dann natürlich schon ein Einschnitt, wo ich so auch noch nicht kannte, wo ich natürlich auch meine Probleme damit hatte, schlussendlich dann auch wieder das bis zum Schluss nochmal zu schaffen. Aber hilft mir jetzt in meiner Arbeit unglaublich viel, weil ich kann mich eben sehr, sehr gut in die Spieler hineinversetzen. Zum einen, wenn man verletzt ist oder wenn man nur auf der Bank sitzt, darüber hinaus, wenn man gar nicht im Kader ist, was es nicht angenehm ist, aber es lohnt sich trotzdem weiter hart, neckig dran zu arbeiten, aber keiner konnte mir schlussendlich sagen, wie lange es geht und das war eigentlich das Frustrierendste an der ganzen Geschichte. Aber schlussendlich, es hilft dir nichts, du musst weitermachen und das habe ich getan. Habe das große Glück gehabt, eben auch sehr, sehr gute Leute um mich herum zu haben, sehr gute Physiotherapeuten, Ärzte, die mir da auch wahnsinnig geholfen hat. Die Familie hat mir unglaublich viel geholfen, Freunde. Die und dann Musik auch, habe ich gehört. Musik, klar, Musik war auch ganz wichtig, aber auch Vereine. Ist ja nicht so, dass der Verein FC Liverpool, wo ich damals unter Vertrag stand, die kamen dann extra zur Reha. Die waren in Bad Aibling, das ist in der Nähe von Rosenheim. Und die sind in den Flieger gestiegen, ohne zu wissen, wo ich eigentlich bin. Sind nach München geflogen und haben dann wild versucht herauszufinden, wo ich bin. Und auf einmal irgendwann waren halt zwei Co-Trainer von mir vor der Tür gestanden und hat die Krankenschwester noch gesagt, oh, darf ich die überhaupt reinlassen? Und er hat gesagt, natürlich. Und als ich den Gesichtsausdruck von ihnen gesehen habe, dann wusste ich, okay, du schaust scheinbar nicht ganz so gut aus, weil sie waren schon etwas schockiert, wo sie mich gesehen haben. Aber für mich auch wieder Motivation, es einfach dann nochmal zu schaffen. Ist es denn so, dass man, ich kann mir vorstellen, dass man die Dinge danach auch völlig anders bewertet, dass die Momente im Leben, die wirklich wichtig sind, einen anderen Schwerpunkt haben und dass man sich vielleicht über Kleinkrams auch gar nicht mehr so aufregt, oder? Jein. Wenn man dann wieder gesund ist, dann geht man relativ schnell auch wieder in den Alltag über, weil man will ja auch diese Geschichte passé lassen. Natürlich wird man relaxter und etwas ruhiger dieser Spruch Hauptsache gesund bekommt bei mir natürlich eine andere Bedeutung, weil ich weiß, wie es ist, wenn man eben nicht gesund ist. Aber ich ertappe mich auch oft genug, wo ich wieder irgendeinen Blödsinn mache, weil man denkt, was machst du denn da wieder? Ich glaube, das war einer Ihrer bewegendsten Momente, als Sie nach 10 Monaten dann in Liverpool wieder eingewechselt wurden. Ihr Trainer hat das extra gemacht und obwohl die Mannschaft, glaube ich, sogar zurücklag, hat er trotzdem einen Verteidiger eingewechselt und hat, glaube ich, zu Ihnen gesagt, welcome home. Ja. Und was war dann los? Können Sie das noch? Das haben Sie wahrscheinlich noch total präsent, oder? Ja, kriege ich jetzt auch wieder Gänsehaut. Man muss sich vorstellen, das ist das Charity Shield Spiel, wo Meister gegen Pokalsieger spielt. Das war Arsenal gegen Liverpool. Und 80.000 in Cardiff im Stadion, tolle Atmosphäre. Es geht auch was in dem Spiel. Also es ist nicht nur so ein Freundschaftsspiel, sondern da geht es wirklich um eine Trophäe. Und dementsprechend wird auch zur Sache gegangen. Und bei 0-1, dass der Trainer mir da eben diese Möglichkeit gegeben hat, wieder auf den Platz kommen zu dürfen. Und dann das ganze Stadion applaudiert hat, weil eben das ja nicht nur in Liverpool Schlagzeilen gesorgt hat, sondern eben auch in ganz England. Und ich weiß bloß, Terry Henry hat dann auch gesagt, welcome back. Und das sind dann schon Momente, wo einen dann unglaublich freudig stimmen, glücklich machen und da weiß man, warum man so hart gearbeitet hat. Ich glaube, wir sind schon darüber einig, dass die Belastung im Spitzensport sowohl für den Körper als auch für die Seele sehr, sehr hoch ist. Den Eindruck hat man jetzt eigentlich auch immer mehr, weil jetzt gerade in diesem Jahr ganz viele Fälle auch, wo Spieler sagen, Guerrero oder auch ein Trainer, Ralf Rangnick oder ein Breno oder wer auch immer, die alle sagen, meine Seele macht nicht mehr mit. Ja, Martin Fenin möchte ich gerne noch erwähnen in Cottbus. Glauben Sie, das sind Einzelschicksale oder das sind möglicherweise Konsequenzen eines Fehlers im System? Ich glaube, man darf den Fehler nicht machen und das reduzieren auf
auf den Fußball jetzt an der Stelle, sondern ich glaube, dass das eher ein Phänomen in unserer Gesellschaft ist und dass das vor keinem Berufsstand Halt macht. Und wir stehen natürlich extrem in der Öffentlichkeit und insofern hat das eine unglaubliche Bedeutung, wenn es dann heißt, ein Trainer wie Ralf Rangnick kann nicht mehr. Ich glaube, dass wir das in allen Bereichen haben und dass es eben auch vor dem Fußball nicht Halt macht. Und darüber muss man sich im Klaren sein. Und insofern ist es wichtig, dass all die, die auch in diesem Job arbeiten, sich die Auszeiten nehmen, die sie brauchen. Wie haben Sie das empfunden, Markus, als der Kollege Ralf Rangnick für uns alle völlig überraschend gesagt hat, ich kann nicht mehr? Ich fand es grandios, dass man selber erkennt, es geht nicht mehr. Ich kann meinen eigenen Ansprüchen nicht mehr Genüge werden. Und da habe ich allerhöchsten Respekt vor dieser Person, der dann sagt, so, ich weiß, ich bin ein Mann der Öffentlichkeit, aber trotzdem ist mir meine Gesundheit wichtiger. Und ich brauche jetzt einfach diese Auszeit. Und das hat einfach nur große Anerkennung verdient. Und dazu kann ich auch gar nicht mehr sagen. Jo, also ich weiß nicht, wie Sie das sehen. Ich bin da voll bei Ihnen. Das hat natürlich, darüber sind sich schon alle einig, auch was mit dem Druck, auch mit dem medialen Druck möglicherweise in diesem Geschäft zu tun. Und unvergessen ist natürlich, Markus, noch eine Pressekonferenz, die Sie gegeben haben am Ende Ihrer Stuttgarter Zeit. Damals war es, glaube ich, so, dass Sie im Mannschaftsbus waren und die Fans haben von draußen gebrüllt, weil es in der Tabelle gerade nicht gut war. Wenn ihr absteigt, dann schlagen wir euch tot. Und daraufhin haben Sie sich dann sehr prägnant und pointiert geäußert. So nämlich. Selbst die sogenannten Fußballmillionäre haben es nicht verdient, dass man ihnen Mordgesten entgegenbringt, einen Hass entgegenbringt von den eigenen Fans, die ich so noch nie erlebt habe. Als tragische Tod von Robert Enke stattgefunden hat, wie viele Leute sich da zu Wort gemeldet haben und was lernen wir aus diesem Schicksal? Aus diesem Schicksalsschlag, was da passiert ist. Das zeigt mir, dass das Ganze einfach nur eine Heuchlerei ist. Das hat Markus Babbel damals gesagt und das Thema mit den Fans, ob es jetzt verbale oder vielleicht auch noch weitergehend auch körperliche Gewalt ist, das beschäftigt uns im Moment im Fußball. Ich erinnere mich eben auch noch an die Bilder und Sie natürlich auch, Michael, Spiel gegen Nürnberg, ich glaube knapp anderthalb Jahre her, wo die Fans in Berlin einfach mal das Stadion geflutet, gestürmt haben. Bilder, die man nicht besonders gerne sieht, deswegen auch gar nicht lange drauf gucken wollen, sondern nochmal auf das, was Sie direkt an diesem Tag in die Mikrofone gesagt haben. Ja, ich weiß nicht, ob Sie das überrascht, aber ich bin 14 Jahre in diesem Verein und das geht mir schon nach. Das war sicherlich der Tiefpunkt Ihrer Arbeitszeit, glaube ich, hier bei Hertha BSC Berlin und die ist sehr, sehr lange, so haben Sie es ja auch gesagt. Ja, ohne Frage. Welche Konsequenz haben Sie daraus gezogen und welche Konsequenzen würden Sie generell ziehen wollen, auch bundesweit? Es geht, das muss ich so deutlich sagen, um ein paar Vollidioten, die in Fußballstadien nicht zu suchen haben und die einen Sport, der ein Millionenpublikum begeistert, in Misskredit bringt. Und ich glaube, dass da alle aufgerufen sind, mitzuarbeiten, dass wir dieses Thema in den Griff kriegen und müssen schauen, dass wir diese Bilder in deutschen Stadien nicht mehr haben. Wir sollten aufpassen, dass wir uns den Fußball an der Stelle nicht kaputt machen lassen. Weil Sie es gerade angesprochen haben, was erwarten Sie denn zum Beispiel von der Politik? Ja, wir brauchen natürlich ein Zusammenwirken der Kräfte. Und an der Stelle ist es immer relativ, was heißt das konkret? Ja, relativ populär zu sagen, es muss hart bestraft werden. Aber ich glaube, es ist in der Tat so. Damit es eben abschreckende Wirkung hat, es ist oftmals ein ganz, ganz kleiner Teil der Anhänger, kann man nicht mehr sagen, der Leute, die ins Stadion gehen und die die Krawall machen. Und natürlich würde es helfen, wenn auch die große Gruppe sich dagegen stellt. Aber es wird am Ende nur funktionieren, wenn alle zusammenarbeiten. Also, dann würde ich da gerne nochmal rausholen. Wir lassen uns alle gemeinsam von ein paar Chaoten unseren Fußball nicht kaputt machen, der uns so viel Freude und auch so viel Spaß bietet. Apropos Spaß, hätten Sie Lust, mal die allererste Autogrammkarte von Markus Babbel zu sehen? Das ist wirklich ein Genuss, ich verspreche es Ihnen. Wir gucken schon mal ganz kurz drauf. Man beachte vor allem auch, wie wir hier modisch ausgerüstet sind. Und melden uns gleich nach einer kurzen Pause und dann gibt's auch das noch im Audi Star Talk. Alles über eine außergewöhnliche Freundschaft. Habe ich zu Hause auf meinem Anrufbeantworter plötzlich so eine Nachricht gehabt. Ja, hier ist der Babbel Markus und
mit Bayern, das fand's nicht so gut. Der Rockstar und der Bundesliga-Trainer, gleich im Audi Star Talk.